Ja, dann geht es heute weiter nordwärts Richtung Würzburg, durch Ahlen durch auf jeden Fall. Oh mein Gott, ey. Oh, Jasseberg. Oh, Jasseberg. Also zumindest haben sie ein Fahrradladestationsschild. Und die haben auch eine Station. Man braucht allerdings dafür offensichtlich einen, wie heißen die Dinger? Naja, ein Werkzeug. Kleiner schwarzer Hund. Wie geht es Ihnen? Sollen wir Küsschen verteilen? Nein, sollen wir nicht. Nein, sollen wir nicht. Sollen wir nicht. Ja, wunderschönen guten Morgen. Aus Itzenburg bei... Oh, komm doch noch näher. Setz dich doch direkt auf meinen Schoß. Am besten. Ich versuche hier gerade meinen Job zu machen, ja? Mein Job. Ich nenne es jetzt Job. Ja, es hat gerade ein bisschen geregnet. Der Kaffee ist schon fertig. Der Hund ist ein bisschen anhänglich, ein bisschen doller anhänglich. Er sagt, er braucht wohl Liebe. Ja, dann geht es heute weiter nordwärts Richtung Würzburg, durch Ahlen durch auf jeden Fall. Und ich hatte gestern geguckt, wie der Ort heißt, wo es heute hingeht, aber ich habe sie jetzt natürlich schon wieder vergessen. Wie immer sehen wir dann später mehr. Da, unser kleiner Energiequellenplanet-Dingsbums läuft. Gibt es jetzt einen Kaffee, dann gucken wir mal, dass wir das Zelt wieder trocken kriegen, bauen Ruhe zusammen und dann geht's los. Nicht wahr, du kleiner Kuschelhund? Hm? Ja, schön hier, ne? Das ist Itzenburg. Hier ist live und lebt. So, mal kleine Innovationsvideo. Kaufland ist richtig gut. Die haben nämlich hier so eine Fahrradladestation. Also zumindest haben sie ein Fahrradladestationsschild. Und die haben auch eine Station. Man braucht allerdings dafür offensichtlich einen, wie heißen die Dinger? Naja, ein Werkzeug, eine Flex. Ich frage jetzt mal drin, ob ich eine Flex kriege und dann kann ich mein Fahrrad laden. Das da ist ein Berg. Und ich bin schon wieder gut zerstört. Schokoriegel, Schokoriegel, Schokoriegel. Oh mein Gott, ey. Oh, Jasseberg. Oh, Jasseberg. Aber hier ist eine Pause Platz. Da mache ich jetzt Pause und dann gehen wir gleich wieder. Na, Hundi, willst du raus? Ja, okay, gleich. Oh. Bin nicht ganz sicher, welcher Ort das ist. Es könnte Ellwangen sein. Ja, es ist Ellwangen. Ja, ich habe jetzt auch in 6 Kilometern meine Tagestour für heute beendet. Zumindest das, was ich so vor ein paar Tagen geplant hatte. Allerdings habe ich auch gestern schon 30 Kilometer von heute gemacht. Es ist jetzt gleich 14 Uhr. Es ist jetzt 14 Uhr. Das heißt, ein bisschen können wir noch. Fit bin ich auch noch. Ich weiß aber auch, dass in Ellwangen jetzt der letzte Campingplatz für die nächsten 1000 Kilometer ist. Ich weiß nicht, also wirklich eine lange Zeit. Das heißt, ich sollte vielleicht jetzt gleich mal kurz eine Pause machen und mal checken, wer wie was.
da heute noch so passiert und wo ich noch hinfahre. Aber vielleicht wäre es doch sinnvoll, den Campingplatz in Ellwangen zu nehmen. Habe ich da Lust zu? Weiß ich noch nicht. Der Plan ist gemacht. Und der Plan ist super. Die gute Nachricht ist, ihr müsst euch nicht Ellwangen auf Wikipedia angucken. Ihr könnt einfach warten, bis ich euch das zeige. Ich werde da mal ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Kamera mitnehmen und so weiter und so fort, damit ihr jetzt nicht extra Wikipedian müsst. Gern geschehen. Die schlechte Nachricht ist, das gute Wetter ist alle. Und zwar ab ungefähr in 2 Stunden wird das so ziemlich dolle regnerisch mit 10 Grad weniger und sehr, sehr viel Regen. Ja, und deswegen habe ich mich jetzt doch entschieden, hier auf den Campingplatz zu gehen, wie ich das schaffe. Der soll wohl irgendwo hier sein. Und das Wochenende hier zu verbringen. Ja, dann schauen wir mal, checken wir mal ein. Dann wohnen wir jetzt erstmal hier. Du wartest kurz, ich checke eben die Lage, ja? Ich checke eben die Lage. Und du bist so lange der Hund, okay? Gut. Also tendenziell wollte ich ja noch ein bisschen fahren. Aber ich glaube, es war eine ganz weise Entscheidung. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz. Ich habe gerade eingecheckt. 5 Minuten, komme wieder raus und das Wetter ist auf einmal so. Und hier, das fängt an mit Sturm und allem möglichen Zeugs. Und da kommt sehr, sehr schlecht gelaunte Wolke. Was sagt der Hund dazu? Wollen wir uns einen Unterstund suchen wir uns. Ja, da vorne steht ein Pavillon. Ich hoffe, das ist für mich da aufgebaut. Ich hoffe, das Fahrrad hält hier so halbwegs regenfest. Da kommt nämlich gleich ordentlich was runter. Ja, das reicht vielleicht nicht, ne? Ich mache die große Plane auch noch drauf hier. Wo haben wir die denn? Komm hier raus da. Raus da. Das soll auch gemütlich sein, ne? Ja, just in time. Also wirklich, wir sitzen hier 2 Minuten unter diesem wundervollen Pavillon. Und das geht jetzt los. Ja, also ich wäre ganz schön nass geworden. Hätte auf jeden Fall volle Regenkleidung. Und ich glaube, das war eine gute Idee. Eine gute Idee, hier zu bleiben. Also, es kommt ja immer, wie es kommt. Ne? Komm mal. Dolle Regen. Dolle Regen. Wir sind in Ellwangen, ich war schon in der Stadt, habe ein paar kleine Besorgungen gemacht, nämlich eine neue Festplatte. Die alte ist nämlich einfach voll. 2 Terabyte sind schon voll an Datenmaterial. 2 Terabyte. Ja, außerdem habe ich mich in eine neue Drohne verliebt. Ich habe bis morgen Zeit, mir das zu überlegen. Das wird schwierig. Und was gibt es wieder zu essen? Das sieht doch wohl gut aus, ne? Das sieht doch wohl gut aus. Lass es dir schmecken. Ja, du auch. Danke. Okay.